Stopp! Wie vor jedem Video eine kleine Abstimmung. Und zwar ist es dieses Mal, ob du schon deine Schulsachen aussortiert hast aus dem letzten Jahr. Dann zeig mir es doch mal mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann mit einem Daumen nach unten. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Lasst es mich wissen. Und damit hey und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sortieren wir gemeinsam meine Schulsachen aus dem letzten Schuljahr aus. Ich war ja jetzt auf der 10. Klasse eines Gymnasiums und komme jetzt in die 11. Klasse, also die Oberstufe, die Q1. Und um mit diesem Schuljahr fresh zu starten, muss ich natürlich die alten Sachen aus dem letzten Schuljahr wegsortieren, um dann sozusagen einen Neustart zu haben. Wenn du jetzt also einen Daumen nach oben geben musstest, kannst du dir vielleicht was anderes suchen. Wenn du jetzt allerdings einen Daumen nach unten geben musstest, dann hol jetzt am besten auch alle deine Schulsachen. Sortiere mit mir gemeinsam deine Schulsachen aus dem letzten Schuljahr aus. Ich persönlich mache das wirklich jedes Jahr so. Es gibt ja Leute, die all ihre Arbeitshefte und alle ihre Zettel verbrennen, wegschmeißen, was auch immer. Ich hebe das alles auf, ich hefte das Ganze ab. Und wie ich das Ganze genau mache, da nehme ich euch heute einfach ein bisschen mit. Ich habe das Ganze letztes Jahr auch schon gemacht, also alle meine Schulsachen aus der 9. Klasse. Habe ich dann in diesem Video mit euch aussortiert. Kann ich euch super gerne dort bei dem i verlinken. Ich bin momentan im Übrigen auch mitten in meiner Back-to-School-Reihe, sage ich mal. Obwohl das Ganze nicht nur eine Back-to-School-Woche ist, sondern eigentlich sogar fast 2, 3 Wochen, wenn nicht sogar. Also ab jetzt kommt wirklich jeden Tag, bis ich wieder Schule habe in Niedersachsen, die 26.8. ein Back-to-School-Video auf meinem Kanal online. Ich lade, wie gesagt, jeden Tag hoch. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und die Benachrichtigung anzuschalten, da ich keine festen Upload-Zeiten habe und das Ganze mehr oder weniger spontan hochlade. So wie wahrscheinlich auch dieses Video relativ spät online kommen wird, da ich es einfach nicht früher geschafft habe und es zu mir anstrengend ist, jeden Tag ein neues Video hochzuladen. Deshalb kann es sein, dass es auch mal später wird. Ja, deshalb aktiviert euch super gerne die Glocke. Oder aktiviert euch einfach da oben bei dem i meine Back-to-School-Playlist. Da bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video in diese Playlist packe. Und dann seid ihr auch auf der richtigen Seite. Normalerweise mache ich das Ganze eigentlich relativ früh und sozusagen am Anfang der Ferien, einfach damit ich dann direkt mit dem alten Schuljahr abschließen kann. Bei mir ist es jetzt mittlerweile schon die 4. Woche meiner Sommerferien. Das bedeutet, ich habe in 2 Wochen wieder Schule. Und irgendwie sind mir die Sommerferien jetzt viel zu schnell vergangen. Ich weiß auch nicht, es ist so krass, dass einfach schon 4 Wochen der Sommerferien vorbei sind und ich jetzt einfach in 2 Wochen wieder Schule habe. Keine Ahnung, ich habe davor einfach die Zeit irgendwie ein bisschen genossen und ein bisschen mit Freunden was gemacht. Aber jetzt habe ich auch die Motivation, mich für die Schule vorzubereiten beziehungsweise mich darum einfach ein bisschen zu kümmern, weil ich fahre jetzt nächste Woche in den Urlaub. Da wollte ich das einfach davor fertig gemacht haben, damit ich dann den Urlaub genießen kann und dann das nicht alles auf den letzten Drücker machen muss. Wie gesagt, holt euch ja sonst einfach eure Schulsachen, macht das mit mir oder macht das auf jeden Fall nach dem Video. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Und im Übrigen bin ich nicht nackt oder so, ich trage einfach nur einen Top mit sehr, sehr dünnen Trägern. Passend zu meinen Nägeln, die sind zwar rausgewachsen, aber egal. Werde ich auf jeden Fall auch bald erneuern. Die meisten werden das jetzt schon aus meinen Homeschooling-Videos kennen, falls ihr die geguckt habt. Wenn nicht, schaut da gerne auch vorbei. Ich habe meine ganzen Schulsachen jetzt vom letzten Schuljahr einfach wieder alles in die Kiste gepackt und das Ganze sozusagen aus meinem Gedächtnis und aus meinen Augen gelöscht, sodass ich damit nichts mehr zu tun habe. Aber jetzt werde ich die Kiste wieder rausholen und meine Schulsachen sortieren. Die meisten werden diese Kiste aus meinen Homeschooling-Videos wahrscheinlich schon kennen. Hier lagere ich, wie gesagt, alle meine Schulsachen und die werde ich jetzt einmal alle rausholen und schauen, was sich hier so drin verbirgt. An dieser Stelle werde ich euch jetzt einmal eine Szene einblenden, die ich schon Ende des Schuljahres aufgenommen habe, also vor ein paar Wochen. Let's go! So, wir haben jetzt hier von unserer Schule einmal so eine Liste bekommen mit allen Büchern, die wir jetzt abgeben müssen. Ich habe mir die jetzt nochmal rausgeholt, damit ich die nachgehen kann und nicht, beziehungsweise damit ich mir sicher bin, dass ich keins vergessen habe. Und ich werde jetzt erstmal anhand der Liste alle meine Bücher suchen und dann auf Vollständigkeit überprüfen. Und zwar ist das ja bei mir in dieser Schublade hier und ich habe hier so alle meine Sachen. Ich habe auch ein paar draußen, aber ich suche jetzt erstmal alle Bücher raus, die ich jetzt abgeben könnte. Und das sind eigentlich so gut wie alle, die wir jetzt abgeben müssen. Das war's, glaube ich. Die Formsammlung haben wir gekauft. Ja, ich werde jetzt erstmal die Liste durchgehen. Und ja, das sind ganz schön viele. Ich hoffe, dass ich morgen gebracht werden kann. Gut, weil das sind halt auch wirklich vor allem so Chemie und es gibt noch so ein paar ziemlich schwere Kandidaten. Ich schaue jetzt einmal durch und gucke, ob ich alle habe. Und mache dahinter dann so ein kleines Häkchen. Ich werde jetzt erstmal bei den ganzen Büchern hier diese Notizzettel und alles entfernen, was ich da drin markiert habe, alles Mögliche. Und halt auch meinen Namen ausradieren, wo ich ihn reingeschrieben habe. Das werde ich jetzt erstmal machen. Wert und Norm habe ich noch vergessen irgendwie, habe ich ein bisschen übersehen wohl. Werde ich aber auch abhaken. So, ich habe jetzt alle Bücher von meinem Namen und den Notizzetteln befreit und werde mir jetzt erstmal eine Tasche suchen und die einpacken. Schon echt krass viele. Tada, ich habe alle Bücher vollständig, also keins ist verloren gegangen. Wuhu. Und dieses Jahr brauchen wir auch noch unseren Leseausweis, diesmal pflichtmäßig. Also diesmal unbedingt. Gott sei Dank habe ich ihn noch und den haben wir wirklich schon seit der 5. Voll viele haben den irgendwie verloren, können den jetzt kostenlos beantragen. Aber ja, ich lege den auf jeden Fall dazu und suche mir dann eine Tasche. Chemie, Bio, Deutsch, Physik, Politik, Geschichte,
Erdkunde. Also das sind alles 2-Jahresbände, deshalb müssen wir die jetzt, wie gesagt, abgeben. Englisch. Und zu guter Letzt Mathe. Welcome back. Das waren jetzt alle meine Schulbücher, die haben wir jetzt abgegeben. Und wir bekommen jetzt, wie gesagt, für die 11. Klasse neue Schulbücher, weil das jetzt halt alles 2-Jahresbände waren, die wir eben für die 9. und 10. gebraucht haben. Und jetzt für die 11. bekommen wir neue. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal, wie das Ganze bei mir organisiert ist. Und so habe ich hier einmal so einen Ordner mit vollen Heften. Hier habe ich wirklich alle vollen Hefte drin, von der 5. Klasse bis weiß ich gerade nicht wo. Und ich habe die damals halt wirklich schon so mega schön designt irgendwie. Oh mein Gott, hier damals mein alter Blog, voll süß. Dann habe ich hier einen zweiten Ordner und zwar mit unseren ganzen Workbooks, die wir von den einzelnen Schuljahren hatten. Das ist jetzt das hier aus der 8. Klasse, hier habe ich auch unsere Arbeitshefte drin. Dann habe ich da unten meine Lernzettel immer gesammelt. Zwischendrin sind dann auch noch solche Bücher, die wir uns für die Schule kaufen mussten, halt solche Lektüren. Das Herz eines Boxes hatten wir hier gelesen, vielleicht hat das jetzt auch jemand von euch. Dann habe ich hier noch 2 andere Ordner aus der 7. und 8. Klasse, ist es glaube ich, wo ich halt all meine Schulsachen drin habe. Und zwar lagere ich meine ganzen Ordner in solchen Kallax-Regalen hier, da stehen die alle. Dann habe ich noch diese Schublade hier. Und so habe ich hier einmal 2 Ordner mit den ganzen Sachen aus der 9. Klasse und einen Ordner mit so Erinnerungen oder allgemeinen Sachen. Und auf der Seite habe ich noch so 2 Ordner, die ich noch benutzen kann, also leere Ordner. Und diese Kiste hier, in der ich immer meine ganzen Mappen und Bücher für das jeweilige Schuljahr aufbewahre, die habe ich jetzt einmal leer gemacht, ausgesaugt, damit die auch mal sauber ist, weil da sich schon ein bisschen Staub angesammelt hat. Ihr könnt mir jetzt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie das Ganze bei euch mit euren Schulbüchern geregelt ist. Schreibt mir dazu auch super gerne mal, in welcher Klassenstufe ihr seid, das würde mich auch sehr interessieren. Und dann, ob ihr eure Schulbücher schon zu Hause habt, weil ihr sie zum Beispiel entweder kaufen musstet oder weil es wie bei mir 2-Jahresbände sind. Oder ob ihr eure Schulbücher immer ausleiht bzw. kauft. Also bei mir war das so, ich habe sie, ich glaube noch Anfang des Gymnasiums habe ich sie in der 5. Klasse tatsächlich noch gekauft zumindest, soweit ich weiß. Und das waren halt 2-Jahresbände für 5. und 6. Und ab der 7. Klasse habe ich sie dann halt auch ausgeliehen. Und jetzt schreibt mir in die Kommentare, wie das Ganze bei euch ist. Ich werde das Video an dieser Stelle jetzt einmal in 2 Teile splitten. Es hat auf jeden Fall mehrere Gründe, warum ich das jetzt getrennt hochlade. Zum einen, weil es einfach sonst zu lang geworden wäre, nicht mehr rechtzeitig gespeichert hätte und es dann heute nicht mehr online gekommen wäre. Und zweitens, weil ich finde, dass es zwei ein bisschen unterschiedliche Themen sind. Aber so kommt das Ganze auf jeden Fall morgen online. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Ganze gefallen hat, dass ich euch ein bisschen motivieren konnte, unterhalten konnte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr eure Schulsachen aufbewahrt. Ob ihr da auch ein Regal habt, ein bestimmtes Fach oder wie ihr das Ganze bei euch ordnet und wo ihr eure alten Schulsachen hinmacht. Ob ihr die aufbewahrt oder ob ihr die verbrennt, wegschmeißt, whatever. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dazu am besten auch, in welcher Klasse ihr seid. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Wenn ich euch dann all meine alten Schulsachen zeige, wie ich das Ganze mache und so weiter. Also seid morgen gerne dabei. Ansonsten würde ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen bedanken. Ja, es ist ein etwas kürzeres Video geworden, aber vielleicht hat dir das jetzt auch mal ganz gut gefallen. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao, hab euch lieb.